Black Division und habe mir Call of Duty Infinite Warfare angesehen, genauso wie Modern Warfare Remastered und den neuen Zombie-Modus. Und ich muss sagen, fand das sehr, sehr gut. Also Infinite Warfare war wieder ein anderes Universum, beziehungsweise Spiel in der Zukunft. Man ist im Weltraum unterwegs und das sah schon sehr interessant aus, was sie dort gezeigt haben. Leider durfte man ja drin nicht filmen, aber das ist ja normal. Also die ganzen neuen Modi, auch mit Robotern und die neuen Waffen, die sahen schon sehr abgefahren aus. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es dieses Jahr wieder ein sehr, sehr gutes Call of Duty wird wie jedes Jahr. Und ja, wieder mit viel, viel Action und Rampen. Ja, dann das Modern Warfare Remastered war, sah ein bisschen besser aus. Die haben die Leute ein bisschen verbessert, haben die Texturen ein bisschen mehr Kraft gegeben und die Auflösung ein bisschen höher gedreht. Wer das auf jeden Fall mochte, den Modern Warfare, ist da auf jeden Fall richtig mit aufgehoben, sich das nochmal anzusehen in der Remastered-Version. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall was, weil ich finde, das ist der Modern Warfare 1, ist für mich der beste Call of Duty-Teil von allen, daher werde ich mir das auf jeden Fall ansehen. Dann gab es auch diesen Zombie-Modus Switzerland, da haben sie einen kleinen Trailer gezeigt, das ist eine kleine Parodie, so eine Veräpplung, spielt in so einem Freizeitpark, und die Zombies sind alle so Clowns und sowas alles. Das war schon ganz amüsant und erinnerte so ein bisschen an Left 4 Dead mit vier Charakteren, die sich aber quasi ein bisschen ruhig aussahen. Nach der Präsentation gab es noch so ein kleines Gimmick, wir kamen in so eine Spielhalle rein, konnte sich da an verschiedenen Spielen austoben und dort auch T-Shirts und sowas gewinnen. Wer also auf der Messe noch vorbeischauen will, der sollte auf jeden Fall hier an diesem Stand noch vorbeikommen, da wird eben eine lange Zeit viel geboten und am Ende auch ein bisschen Abwechslung. Man kann auch schöne Preise gewinnen. Also mich hat der Division-Stand voll überzeugt.